ist Meldorf, die Kreisstadt in Süderdithmarschen. Sie ist idyllisch gelegen auf den Hügeln der Geest. Umgeben von der weiten Marschlandschaft der Nordsee. Nicht nur mit dem Flugzeug ist Meldorf zu erreichen. Natürlich auch mit der Bundesbahn an der Strecke Hamburg-Westerland. Aber nicht so, doch davon später. Vorerst wollen wir uns freuen, dass der Frühling mit seiner Blütenpracht ins Land gezogen ist. Frühlingssonne und Vogelsang locken die Menschen, namentlich die Älteren, aus ihren Wohnungen. Aber nicht nur sie, auch wir erfreuen uns an der Farbenpracht der bunten Frühlingsboten, die Meldorfs Vorgärten zieren. Wenn nun da der Frühjahrsmarkt mit seinen Karussells und Zuckerbuden, mit seinem Jubel und Trubel die Mauern unserer Stadt erfüllt, dann sind auch die Letzten aus ihrem Winterschlaf erwacht. Fortuna hat Madame beehrt und mit einem Blumentopf beschert. Was für den Kleinen ist der Druck? Das ist für Sie hier eine Wurst. Hier, Leute, her, hier ist es wichtig. Bananen, die sind lebenswichtig. So mancher schaut verwundert rein. Er denkt vielleicht, na ja, macht's Luft. Wie schnell entflieht er in die Luft. Wir aber schauen wieder auf den Alltag, Meldorf. Und entdecken dabei das beschädigte Auto, von dem wir ja noch berichten wollten. Seien Sie froh, es ist nur ein Blechschaden. Und wie lange? 2 Tage. Ach, das noch. Das ist ja eine schöne Bescherung. Was soll man in diesem Städtchen denn bloß anfangen? Gehen Sie dort längs und halten Sie die Augen offen. Sie werden sich wundern, was es in Meldorf zu sehen gibt. Also, gehen wir auf Entdeckungsreise. So ein Pech aber auch. Komm, gehen wir. Der Weg von der Reparaturwerkstatt führt Sie gleich in die Hauptgeschäftsstraße. Und wie überall, so auch hier. Was tun Menschen in einer fremden Stadt? Sie besehen sich die Auslagen in den Schaufenstern. Schaufenster sind das Gesicht einer Stadt. Sie zeigen, was man zu bieten hat. Wie Handel und Wandel, wie Handwerk und Industrie, wie Behörden und Geldwesen. Und nicht zuletzt wird das Gesicht einer Stadt, dieser Stadt, durch den alles überragenden Dom geprägt. Gib doch mal unser Merkbuch her. Ich glaube, hier in Meldorf muss ich noch einen Freund wohnen haben. Ob wir den was finden? Such doch mal. Richtig, da ist er. Und, ja, Telefon hat er auch. Sehr großartig, rufen wir noch an. Das freut mich wirklich. Also, ich hätte das denn? Doch, ist der wohl nicht, wirklich. Tja, das ist er. Das ist Herbert. Das ist mein Herbert. So was. Ja, Herbert! Ja, das ist ja peinlich, ja wunderbar. Wie kommst denn du hier? Du alte Blaue. Das ist Himmel. Also, das ist wundervoll. Los, mein Freund. Zeig uns, was wir hier das Leben lebenswert machen. Sollen wir nicht querfallen? Fangen wir dort gleich an mit unserem Dom. Um die Ausmaße des Domes richtig zu erfassen, macht man gleich einen Rundgang. Hierbei erklärt Herbert seinen Freunden, dass dieser mächtige Backsteinbau auf den Resten einer Feldsteinkirche errichtet ist. Beim Eintritt in die Johanneskirche sind unsere Besucher, wie alle anderen, von der Größe und Schönheit des Raumes beeindruckt. Von der Kanzel weiß man nur, dass sie aus dem Jahre 1601 stammt. Das von der Familie Boje gestiftete Chorgitter schuf der Rendsburger Meister Hans Peper um 1603.
So wie der Schöpfer der Kanzel ist auch der Meister, der das geschnitzte Mittelstück des Altares schuf, unbekannt. Wirklich großartig. Na, seht ihr? Ich kann aber auch noch mit weiteren Genüssen aufwarten. Ja? Erstmal habe ich aber einen Mordshunger. Das ist unsere berühmte Holländerei. Von der habe ich schon viel gehört. Na, dann nichts wie rein. Na, dann kommt. Nee, aber ja. Bitte, setzen wir uns hier. Dankeschön. So, na, was gibt's hier denn Schönes? Die Speisekarte, bitteschön. Danke. Was nehmen wir denn? Na, Ochsenschwanzsuppe vielleicht. Ja, du auch? Natürlich. Also bitte, dreimal Ochsenschwanzsuppe. Dreimal Ochsenschwanzsuppe, bitteschön. Ihr seid sicher so durch Schmerz hindurchgefahren, wenn ihr nicht diese Panne gehabt hättet. Tja, das hatten wir eigentlich vor. Was denkst du denn? Ja klar, Autofahrer haben es doch immer eilig. Wieso fragst du? Schaut euch dies hier mal an. 700 Jahre Stadt Meldorf. Veranstaltungskalender. Und davon hat Ahnung. Die Ochsenschwanzsuppe, bitteschön. Guten Appetit. Und dann als besondere Würze dazu werde ich euch von den Festlichkeiten erzählen, die wir bereits hinter uns haben in Meldorf. Am 10. Januar 1965 wird durch einen festlichen Empfang das Jubiläumsjahr eröffnet. Prominente Gäste der Bundeswehr, der Behörden, der Wirtschaft, der Politik sind eingeladen. Hier treffen sich viele Bekannte wieder. Da gibt es dann viel zu diskutieren und zu erzählen. Bis dann der Bürgervorsteher, Herr Kirschner, seine Gäste herzlich willkommen heißt. Er dankt allen Anwesenden, dass sie der Einladung der Stadt so zahlreich gefolgt sind. Aufmerksam verfolgt man die weiteren Ausführungen des Redners, der auch besonders den Vertretern der Patenschaften seinen Dank ausspricht. Mit einem Trinkspruch auf das Wohl der Jubiläumstadt gibt der Bürgervorsteher das kalte Buffet frei. Es ist mit Liebe und Sorgfalt von den Mädchen des Jugendaufbauwerkes hergerichtet worden. Wer bisher noch keinen Hunger hatte, bekam ihn jetzt. In bunter Folge zwischen einem Glas Sekt und einem Teller erlesener Salate wetteiferten die nun nachfolgenden Redner, der Stadt ihre Grüße und Glückwünsche darzubringen. Jahreszahlen und Begebenheiten aus der Stadtgeschichte wurden angesprochen. Je nach Temperament der Redner bringt man humorvolle Äußerungen oder weist hin auf die Zusammenhänge zwischen ehemals und heute. Da sagt man immer, aller Anfang ist schwer. Aber dieser Anfang ist doch recht schwungvoll und wohlgelungen. Tja, das soll für uns ein Grund sein, einmal darauf anzustoßen. Zum Wohle. Zum Wohle. War also der Sprung ins Jubiläumsjahr. Ja, und bevor das Dessert kommt, wollen wir weiterspringen. Diesmal in der Dithmarschenhalle. Hier aber war nun nicht das vorausgegangene Reit- und Springturnier die Hauptsache, sondern die Ehrung des weltbekannten Springpferdes Meteor mit seinem berühmten Reiter Fritz Tiedemann. Im Rahmen dieser Festlichkeit wird dem ebenfalls bekannten Meldorfer Reiter Sönke Sönksen das goldene Reiterabzeichen verliehen. Der Vorsitzende des Meldorfer Reitervereins schildert den Werdegang Meteors, der hier in dieser Halle seine ersten Lorbeeren geerntet hat. Und wir wollen wünschen, dass unser jüngster Meldorfer Reiter Rainer Hette mit seinem Pferd Legende, welches sein Onkel hier gerade aus dem Stalle führt, dieselben Erfolge haben möge. Auf dem besten Wege ist er schon dazu, durch das Heimbringen des Campello-Pokales aus Rom. Wenn man Legende fragen würde, woher dieses Talent, dann müsste sie antworten: Von meinem Onkel, Meteor. Meteor zu Ehren ist in der Dithmarschenhalle eine Bronzetafel enthüllt worden. Auf der steht: Meteor, geboren am 12. Mai 43 in Lindorf, gezüchtet von Otto Dresen, begann in dieser am 15. März 1949 seine Laufbahn als erfolgreichstes Springpferd der Welt und gewann unter seinem Reiter Fritz Tiedemann die bisher unerreichte Anzahl von 150 Siegen. Der Schöpfer dieser Gedenktafel ist Hans-Heinz Domke, der lange Zeit in Meldorf gewohnt hat. Herr Domke, Ihr Relief vom Meteor ist sehr natürlich, denn es sollte ja ein bestimmtes Tier darstellen. Sieht man hier Ihre Arbeiten, die sich von der Natur gelöst haben, fragt man sich, wo liegt denn das Schwergewicht Ihrer Arbeit? Die Verschiedenheit der Materialien und die darin liegenden künstlerischen Möglichkeiten reizen mich, immer wieder neue Wege zu beschreiten. Dies ist ein Ölbild auf Struktur gemalt. Ich nenne es grüne Phalanx. In ganz anderer Art arbeitet Walter Groß, wahrer Ort, der sich ganz der malerischen Welt des Wattenmeeres unserer Westküste verschrieben hat. Das ist ein ganz stiller Sommerabend über dem Watt. Dasselbe Motiv in einer anderen Variation.
Ein Ölbild, stiller Regentag. Selbstbildnis von Walter Groß, den die Weite der Küstenlandschaft nicht loslässt, obgleich er gebürtiger Hesse ist. Wer denn noch zu erzählen? Na, denk mal nach. Ja, tu ich doch schon. Bitte sehr, ihr Eis? Ja, richtig. So etwas Erfrischendes hätten wir am 1. Mai auch gebrauchen können. Wieso denn 1. Mai? Weil es auch so ein warmer Tag war wie heute. Im Rahmen der 700-Jahr-Feiern verlegte auch der DGB seine Maifeier nach Meldorf. Aus ganz Dithmarschen waren die Teilnehmer gekommen, wie es hier der große Umzug durch die Stadt zeigt. In der festlich geschmückten Dithmarschenhalle trafen sich alle Teilnehmer. Ein Sängerchor leitete die Feierstunde mit dem deutschen Sängergruß ein. Im Anschluss begrüßte der Kreisvorsitzende die Gäste und wies in seiner Rede auf die Bedeutung des Tages hin. Der Bürgermeister dankte dem DGB, dass er zu Ehren der Jubiläumsstadt seine Feier in ihren Mauern abhält. Er begrüßte im Namen der Stadt alle herzlich. Das Collegium Musicum erfreute alle Gäste durch die Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Nach der Festrede, die zum Thema hatte, wichtiger ist der Mensch, sprach der Ortsvorsitzende allen Beteiligten seinen Dank aus für das gute Gelingen dieser Feierstunde. Er beendete damit den Festakt. Hat Eis geschmeckt? Und ob, hoffentlich war es nicht zu kalt für den Magen. Trinken wir was Erwärmendes. Ich schlage einen Jägermeister vor. Apropos Jägermeister, von den Jägern muss ich euch noch erzählen. Herr Ober, drei Jägermeister. Hier kommen wir aber nicht mit drei Jägermeistern aus. Hier rückt gleich ein ganzer Verband norddeutscher Jäger in die Dithmarschenhalle ein. Die Gruppen treffen sich zum Bläserwettstreit. Jede Jagdbegebenheit hat ihr Signal. Zum Beispiel Begrüßung, die Jagd geht auf, Hirsch tot, Sau tot, Fuchs tot, Halali, um nur einige zu nennen. Auch hier, wie bei jedem Treffen, findet die übliche Begrüßung durch die Herren Vorsitzenden und den Herrn Bürgermeister statt. Der großen, der großartigen Tradition im Weißwerk am Hause des Kreispräsidenten. In der Halle wird nun noch einmal die Begrüßung von allen Gruppen geblasen. Dann geht es hinaus auf den Marktplatz. Der Höhepunkt des Tages war das Signalblasen aller Gruppen vor dem Meldorfer Dom. Spiegelt sich die Romantik des edlen Waldwerks, das sich hier zu einem eindrucksvollen Bild gestaltet. Wisst ihr, mich würde ja interessieren, welches Signal die Jäger wohl blasen, wenn dies hier an die Reihe kommt. Na, wir sagen jedenfalls erstmal Weidmannsheil. Prost! Prost. Prost. Ah, wunderbar. Das schmeckt sehr richtig. Ganz toll. Kann man jetzt vertragen. Tja, Herr Robert, zahlen. Die Freunde verabredeten sich um 16 Uhr am Kreishaus. Vorher wollten sie selber auf Entdeckungsreise gehen. Denn gleich neben der Holländerei ist der Eingang zum Heimatmuseum. Eines der interessantesten Sehenswürdigkeiten Meldorfs. Man steht hier vor einem Dithmarscher Bauernhaus aus dem vorigen Jahrhundert. Es birgt viele Schätze, dazu gehört auch ein Göpelwerk ganz aus Holz. Nach Westen hin die Wohnräume. Man könnte sich eine gemütliche Kaffeestunde in früherer Zeit ungefähr so vorstellen. Angel, schiff uns mal einen Tass Kaffee kochen. Das auch, Mutter. Aber nicht so dünn. War schon gut. Die Küche hat eine offene Feuerstelle. Der Rauch zieht hinaus in die Tenne und räuchert dort gleichzeitig die Würste und Schinken. Hier im Pesel, der guten Stube, bewahrt die Bäuerin in dem mit Schnitzereien reich verzierten Schrank ihre Kostbarkeiten auf. Du Mutter, der Kaffee ist fertig. Bitte, bitte fallen wir ihn gern. Hätte aber gau gehen. Durch die kunstvoll geschnitzte Mitteltür gelangen sie in die Döns. Das Prachtstück dieser Wohnstube ist der Beilegeofen. Er ist ein schmiedeeisernes Kunstwerk, das von der Küche aus geheizt wird. Man sieht, es war auch schon damals die Tasse Kaffee, die Krönung des Nachmittages bei den Frauen. Und den bunten Stuben dazu backte die Bauersfrau selber.
Mit der Besichtigung der Hochzeitskutsche endet unser Besuch. Immer wieder nimmt der Dom den Blick gefangen. Nun schweift er hinüber nach der hübschen Tennisanlage. Sie lockt zum Verweilen und man spielt auch gerne mal den Zuschauer. Nach dieser kleinen Oase der Erholung geht es weiter der Altstadt zu. Man kommt an der Meierei vorbei. Sie ist ein ganz moderner Betrieb, daher interessant genug, ihn genauer zu betrachten. Wo bleibt denn die von den angeschlossenen Dörfern herangefahrene Milch? Sie fließt durch Rohre aus dem Milchtankwagen durch eigenes Gefälle in die großen Milchbehälter. Und das sind täglich 20.000 Liter. Was bedeuten nun diese vielen Rohre hier? Das sind Leitungen der Zentrifugen, die den Rahm abschöpfen, ihn säuern, vorkühlen und in die 3.000 Liter fassenden Rahmbehälter leiten. Ah, und dann geht's in die Buttermaschine. Ganz richtig. Und anschließend wird die Butter in den Trichter der Formmaschine gefüllt. So sieht also eine Formmaschine aus, die uns die 250 Gramm Packungen liefert, ja. Im Keller befindet sich außer den Kühlmaschinen die Käserei, die einen vorzüglich schmeckenden Käse herstellt. Worin schwimmen denn nun diese Käsestangen? Das ist ein Salzbad, in dem sie achtsam gewendet werden. Und dann geht es in den Lagerraum, wo sie 7 bis 8 Wochen lang reifen müssen. Ein Bummel durch die alten Gassen zaubert ein wenig Romantik der längst vergangenen Zeit herauf. In der Burgstraße sind es die unter der Last der Jahre schon schief gewordenen Häuser mit ihren Giebeln aus Holz. In diesem Stadtviertel hat einst die Burg gestanden. Verschnörkelte Buchstaben an dieser Haustür besagen: Ist Gott mit uns, wer kann ein Wetter uns wählen? Dann entdeckt man, dass der Schwellbalken des Mönchshofes ebenfalls Schlitzereien aufweist. Sieh mal, da geht es nach der Museumsweberei. Ob man die auch besichtigen kann? Na, versuchen wir unser Glück. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Du guck mal, die herrlichen Kissenplatten, die würden gut in unser Wohnzimmer passen. Dürfen wir uns wohl mal die Weberei ansehen? Ja, gern. Dies ist nur ein Teil unserer Erzeugnisse. Hier sehen Sie einige Artikel in alter Dithmarscher Balderwannweberei. Das ist ein handgewebter Gobelin in moderner Bildweberei. Dürfen wir mal sehen, wie gewebt wird? Ja, bitte. Werfen Sie ruhig einen Blick hinter die Kulissen unserer Weberei. Sind das Handwebstühle? Ja, unsere Artikel sind nur handgewebt. Ja, guck dir das mal an, das ist wirklich eine Kunst. Was sehen Sie denn da? Das wird eine Kissenplatte. Guck mal, wie viel die Sorgfältig sie da sein müssen. Wirklich schön. Oh, sind das herrliche Kleider. Die gefallen mir. Das glaube ich dir. Ja, schöne Stücke unserer Weberei sind diese Kleider mit den eingewebten Bordüren. Gefällt es Ihnen? Sehr nett. Oder gefällt es Ihnen so noch besser? Oh ja, das möchte ich haben. Du, das Kleid ist wirklich wunderbar. Ja, wirklich nett. Bitte schön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, da hat ja der unfreiwillige Aufenthalt doch noch etwas eingebracht. Oh ja, herrlich. Aber findest du nicht auch, dass zu diesem Kleid noch etwas fehlt? Ach so, du meinst. Na, das werden wir auch schon. Aber hiermit. Na, den Kopf wird es nicht kosten. Komm nur. Na, da sind wir ja schon. Ja, oh. Da ist es. Oh, wirklich herrliche Schmuckstücke. Ah, sehr guck schön, doch mal. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und du, wie ist das mit der da? Die gefällt mir. Na, am besten, wir gehen hinein. Na komm.
Oh doch, die ist wunderbar. Die passt richtig gut zum Kleid. Ja. Ich aber ging inzwischen zur Sparkasse, um mir vorsichtshalber Geld zu holen, falls meine Freunde durch die Kosten der Reparatur in Verlegenheit kommen sollten. 1828 wurde diese Kasse unter dem Namen Meldorfer Sparkasse gegründet. Wenn sie auch im Laufe der Jahre häufig ihren Namen gewechselt hat, so hat sich ihre geldliche Basis so entwickelt, dass diese verschiedenen Bezeichnungen nur Äußerlichkeiten bleiben mussten. Sie war gegründet worden, um eine Einrichtung zu schaffen, die die sichere Anlage von Ersparnissen aller Bevölkerungsschichten gewährleistete. Heute betreut die Kasse 10 Zweigstellen und mit ihrer Bilanzsumme von 47 Millionen liegt sie heute um 7 Millionen D-Mark höher als im Jahr zuvor. Auch die Spareinlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Millionen D-Mark erhöht. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf alle Gebiete des Bankwesens. Dadurch ist sie in der Lage, allen Kunden in Stadt und Land wirtschaftliche Hilfe zu bieten und das Geschäftsleben im Kreis merklich zu fördern. Während sich unsere Freunde nach ihrem Wagen umsahen und ihr Paket dort ablegten, wartete der Freund schon vor dem Kreishaus. Ah, da seid ihr ja wieder. Und denken Sie doch bloß, unser Wagen wird erst morgen fertig sein. Ja, zu dumm. Ach, das ist doch weiter nicht schlimm. Ich werde schon dafür sorgen, dass es euch nicht langweilig wird. Erst einmal gehen wir ins Museum. Bitte? Ein Roland, die Figur eines Reiterspieles, das hier leider nicht mehr gepflegt wird. Eines der wertvollsten Stücke des Museums ist dieser handgeschnitzte Schrank. Er stammt aus dem Jahre 1605 und galt damals als Hausbar, wie die Zinn- und Steinkrüge beweisen. In dieser Vitrine befinden sich weitere Trinkgefäße, wie der Battelmeier, der hier eine besondere Stellung einnimmt. Vor einiger Zeit hatte er bei der Gilde noch folgende Bedeutung. Gruß, Bruder. Sauf, Bruder. Hey, Harlem, 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 Harlem. So wurde seinerzeit das Gildefest eröffnet. Heute ist es anders, wie wir noch sehen werden. Eine ganz andere Atmosphäre schafft uns das geschmackvolle Heim des Kreisbaurates. In seiner gemütlichen Arbeitsecke ist er gerade dabei, Zeichnungen zur geschichtlichen Entwicklung Meldorfs anzufertigen. Hier Zeichnung, dort Wirklichkeit. Alle Stadtpläne, die die Entwicklung der Stadt aus den Jahren 1540, 1840 und von heute 1965 zeigen, sind durch Schenkung in den Besitz des Museums übergegangen. Zum heutigen Ansehen und der weiteren Entwicklung der Stadt und deren Gestaltung hat im Wesentlichen die gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft beigetragen. Die Greifenberger Straße ist ein beachtliches Beispiel dafür. Die Luftaufnahme zeigt den ganzen Siedlungskomplex. Mit diesen einfachen und soliden Häusern hat die Genossenschaft einmal angefangen. Im Laufe der Jahre hat sie bewiesen, dass sie immer bereit ist, sich mit ihrem Bauvorhaben einer modernen Wohnkultur anzupassen. Wie vielseitig das Programm der Siedlungsgenossenschaft ist, sieht man an diesen Rentnerwohnheimen am Alberskamp und am Nanni-Peters-Stift. Für die kinderreichen Familien entstehen hier in diesem Viertel neue Wohnblocks. Für das Symbol an den Häusern zeichnet auch hier unser einheimischer Künstler Hans-Heinz Dumke verantwortlich. In dem Gebiet der Hafenchaussee hat die Genossenschaft ein neues Wirkungsfeld gefunden. Am Abend treffen sich unsere Freunde im Domcafé. Man wundert sich über diese Bilder und erfährt, dass der Inhaber des Cafés ständig Ausstellungen unterhält. Künstler aller Stilrichtungen zeigten in 150 Ausstellungen ihre Werke. Kinder, mir gefällt es hier. Ach, da fällt mir ein, ich habe euch ja noch gar nicht von dem Kindervogelschießen erzählt. Das ist das große Volksfest hier bei uns in Meldorf. Schon früh morgens beginnt der Ausmarsch der Schulen nach der Festwiese. Am ersten Tag tragen die unteren Klassen ihre Wettkämpfe aus. Mit Vogelwerfen. Kegelspiel. Roland stoßen, Ringstechen und so weiter werden die jeweiligen Klassenkönige ermittelt. Ja,
Mit einem dreifachen Hoch der Kapelle ehrt man die Königinnen und Könige. Am nächsten Tag beginnen die oberen Klassen mit dem Vogelschießen. Das Geschütz ist eine gewaltige Armbrust, mit der der Vogel in seine Einzelteile zerlegt werden soll. Wer das letzte Stück abschießt, wird König. Der Höhepunkt dieser Tage ist der farbenprächtige Umzug der Kinder. Beendet das herrliche Fest. Oh, schön. Und mit diesem Schluck wollen wir einmal auf das Wohl unserer reizenden Begleiterin anstoßen. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Und nun noch etwas Spezielles für Sie. Die Friseure veranstalteten ein Schaufrisieren. Hier Ihr Altmeister Schmidt. Unter den geschickten Händen der jungen Mädchen sind bald schöne Frisuren entstanden. Wenn die Arbeit getan ist, hat das Preisgericht zu entscheiden. Viel Beachtung fanden auch ein junges Brautpaar mit der Kindergruppe und die Damen mit den historischen Frisuren. Na, das muss ja sehr reizvoll gewesen sein. Und was hast du für uns Männer? Na, pass einmal auf, auch damit kann ich dienen. Ein Platzkonzert bildete den Auftakt zum Treffen des Kreisverbandes der Kiffhäuser Kameradschaft, die ihre Veranstaltung auch in die Jubiläumsstadt verlegt hatte. Unter der Leitung des Meldorfer Ortsvorsitzenden schloss sich ein Festzug an. Er endete mit dem Vorbeimarsch an den Prinzen von Schleswig-Holstein und den Ehrengästen. Bisher hast du uns nur von Festlichkeiten erzählt. Nun ja, in einem Jubiläumsjahr ist es nun einmal so. Aber sonst hat Meldorf auch Arbeit genug zu bieten. Zum Beispiel die GEG. Die Anlage der GEG-Konservenfabrik in der Nähe des Bahnhofs. Wir sind in der Zeit der Erbsenernte. Die auf dem Felde gedroschenen Erbsen werden in die Förderkörbe geschüttet und wandern dann über ein Treppenlaufband durch die Waschanlage in die Maschinen. In Dosen werden sie maschinell aufgefüllt und verschlossen. Hohe Temperatur macht sie keimfrei. Transportbänder befördern die verpackten Konserven jeglicher Art auf die Stapelkarren. Diese schaffen nicht nur Gemüse, sondern auch Obstkonserven in die Lagerhallen. Hier liegen sie zum Abruf bereit. Täglich werden Tausende von Konserven hergestellt, aber auch Tausende von Dosen gehen in den Handel. Gefällige Gartenanlagen und Plätze bringen in den Arbeitspausen Erholung und Entspannung. Der GEG gegenüber liegen die holzverarbeitenden Werke der Firma Albers und von Draten. Hier werden die bekannten Aldra-Normfenster hergestellt. Bitte? Nein, lassen Sie nur, ich komme selber. Die Chefin des Werkes sucht ihren Zeichner auf, um sich die Änderung auf einem Entwurf
selber anzusehen. Wir haben das obere Fitschenband verändert und die Pfostenbreite auf 84,5 Hobelmaß festgelegt. Gut, ja, so machen wir das. Nun ist die Produktion in vollem Gange. Hobelmaschinen sorgen dafür, dass das Rohholz seine erste Form erhält. Die Einzelteile werden zu einem Rahmen zusammengeschlagen. Dieser doppelseitige Endprofiler ist zurzeit auf die hier gezeigte Fensterrahmengröße eingestellt. Diese Maschine wurde von der Firma Aldra selbst entwickelt. Das sind die Nuten, die sie einfräst. In diesem Bassin befindet sich die sehr feuergefährliche Farbe Tornol. Es ist eine metallische Holzschutzfarbe, in die nun die Rahmen getaucht werden. Das Imprägnieren macht die Rahmen wetterbeständig und schützt sie vor Schädlingsbefall. Die Werksfeuerwehr nimmt an, dass dieses Bassin in Brand geraten sei und hält nun eine Übung ab. Das Feuer breitet sich aus. Man muss die städtische Feuerwehr zur Hilfe rufen. Aus dem Kreisverband, der hier gerade tagt, löst sich ein Löschzug. Und nun wird eine gemeinsame Löschübung demonstriert, die mit dem Löschen einer kleinen brennenden Hausattrappe endet. Und jetzt trinken wir noch einen. Oh nein, bitte nicht. Ich bin todmüde. Es wird Zeit, dass wir uns zur Ruhe begeben. Also gehen wir. Zahlen. Am nächsten Tag hat man sogar ein Programm zur Hand. Es beginnt mit dem Besuch der alten Mühle. Der Rundgang führt unsere Freunde durch die Anlagen. Ihr Blick fällt dabei auf den herrlichen und großzügigen Komplex der Meldorfer Gelehrtenschule. Sie haben das Glück, an einer Feierstunde zum 425-jährigen Bestehen der Schule teilzunehmen. Aus diesem Anlass hat der Kreis Süder-Dithmarschen der Schule eine Plastik von Professor Kurt Lehmann, Hannover, geschenkt. Im Rahmen eines kleinen Festaktes findet die Plastik Knabe mit Vogelschale hier ihren Platz. Gleichzeitig lädt die Schule zu ihren offenen Unterrichtsstunden ein. Wir besuchen eine Physikstunde. Allgemeine Formel abgeschlossen. Wir gehen jetzt zu den einzelnen Versuchen in den Gruppen über. Gerade die mathematische Behandlung über die Wellenlehre abgeschlossen. Und man geht zu den Gruppenübungen über. Beim Streichen entstehen auf der Platte die klassischen... Sie zeigen uns Versuche mit einem Geigenbogen, der eine Metallplatte in Schwingungen versetzt. Das ist die mechanische Art. Die elektrische Beeinflussung geschieht durch einen Hochfrequenzton. Bei beiden Versuchen bilden sich klassische Klangfiguren. Der Kathodenstrahl-Oszillograph zeichnet uns gedämpfte, ungedämpfte und modulierte Schwingungen auf. Hier ist die Modulation deutlich zu erkennen. Auch die Mittelschule ist ein Neubau. Er macht dem fortschrittlichen Meldorf alle Ehre. Leider kann man sich nicht überall so lange aufhalten, wie man gerne möchte. Darum ist der Aufenthalt für unsere beiden Gäste in unserem herrlichen Schwimmbad auch nur von kurzer Dauer. Er vermittelt aber trotzdem genug Eindrücke, um in Erinnerung zu bleiben. Das Bad ist so großzügig angelegt, dass man darin die schleswig-holsteinischen Landesschwimmmeisterschaft austragen konnte. Wettkämpfe im Turmspringen und in den verschiedenen Schwimmstilen fanden bei den Zuschauern starkes Interesse. Ja.
Abschluss bildete ein Figurenschwimmen der Damen von dem Kieler Schwimmverein Neptun. Im Rahmen der Kreisturn- und Sportfestwoche werden auch im Meldorfer Stadion Wettkämpfe in Leichtathletik und Geräteturnen ausgetragen. Am Festnachmittag veranstaltete Tura Meldorf ein Schauturnen, von dem wir kurze Ausschnitte des Barrenturns und der Bodenübungen sehen. Eine besondere Freude für mich war es, am Nachmittag mit meinen Freunden noch einen Teil des Gildefestes zu erleben. Am frühen Nachmittag wird der alte König mit allen Ehren von seinem Hause abgeholt. In der Dithmarschen Halle gibt er den ersten Schuss auf den kunstvoll gezimmerten Vogel ab. Bis nun der neue König ermittelt ist, wird es noch eine Weile dauern. Kommt, wir wollen uns derweilig noch anderweitig umsehen. Ah! Oh, guck mal da! Das ist ja großartig, nicht? Oh, verdammt! Ja, aber so harmlos war es nicht immer. Komm, wir gehen mal in die Klosterstraße. Diese Gegend gehört zu den ältesten Stadtvierteln Meldorfs, das wegen seiner Schönheit zum großen Teil unter Denkmalschutz steht. Die Zeit scheint hier stille zu stehen. Und sicher träumen die Häuser immer noch von vergangenen Tagen, wo sie eine Bedeutung hatten, wie zum Beispiel hier der Bürgergehorsam. Es ist keine Lüge, dass der Mensch schon in der Wiege, ehe er noch etwas pappelt, eifrig nach der Flasche grappelt. Auch schafft's ihm Mut bei schönen Frauen, die früh schon aus den Fenstern schauen. Mit der Buddel in der Hand wächst dem Menschen der Verstand. Denn man kannte diese Freuden schon in längst vergangenen Zeiten. Man kann sich seiner kaum erwehren und soll mit ihm die Flasche leeren. Früh will Frau Schulz zum Kaufmann gehen, doch ganz entsetzt bleibt sie hier stehen und... Halt es durch die Straßen, der soll den Übeltäter fassen. Gewichtig und mit festem Schritt, er zu dem Friedensstörer tritt. Für solche Dinge, die passieren, da gibt's nur eines. Arretieren. Hier wird nicht lange amtsgerichtet, ins Loch hinein und ausgenüchtert. Na also, aber bleiben wir noch ein wenig in diesem romantischen Viertel des Klosterhofes mit dem Brauhaus und seinen Erinnerungen aus der Dominikanerzeit. Auch unsere Freunde sind diesen Weg gegangen, bevor sie in die Reparaturwerkstatt kamen, ihren Wagen abzuholen. Kurz ist der Abschnitt. Das ist ja alles wieder klar. Ja, schönen Dank, nicht? So, dann müssen wir aber los. Ja, ich schreibe. Ja, vergiss das nicht. Schön, hau an! Tja, da fahren sie nun, unsere Freunde, die sich in den beiden Tagen so wohlgefühlt hatten in unserer Kreisstadt. Wie schnell war der Kontakt da? Wie viele historische Ecken, geschichtliche Bauwerke und romantische Winkel hätte man ihnen noch zeigen können, wenn ihre Zeit nicht so gedrängt hätte. Inzwischen ist das Gildefest weitergegangen. Der neue König wird mit einem Fackelzug geehrt. In der Dithmarschenhalle sind alle Gildebrüder versammelt, um der Königsproklamation beizuwohnen. Nicht nur die Feste, sondern auch der Alltag hat seine Reize. Mit dieser Luftaufnahme bieten wir eine Wochenmarktsübersicht, aus der unsere Hausfrauen geschickt zu wählen verstehen. Die alte Liese, gestern noch ein Stück Romantik unseres Marktes, heute nur noch Erinnerung. Begutachten und handeln an jedem Stand. Die Bilder hätte ich ja nun. Da wird es ja allmählich mal Zeit, dass ich meinen Freunden auch schreibe. Eigentlich schade, dass die beiden keine Zeit mehr hatten. Was hätten die hier noch alles sehen und erleben können? Aber ich werde es ihnen ja schreiben. In dem Brief hätte man lesen können, von einem schönen Spaziergang in die nähere Umgebung Meldorf. Vom Siebenbrückenweg aus brauchen wir nur den Blick zu wenden und schon umfängt uns die ganze Romantik eines Forsthauses. Hier werden junge Seehunde gepflegt, die die Sommerstürme der Nordsee von ihren Müttern getrennt und an Land gespült haben. Die kleinen Heuler bleiben so lange in der Obhut des Wildmeisters, bis sie gelernt haben, allein zu fressen und ihre Nahrung zu fangen.
dann nimmt ein Fischkutter sie mit hinaus nach den Seehundsbänken. Sie erhalten an Bord noch ihre Erkennungsmarken und werden dann wieder ausgesetzt. Unser Briefschreiber berichtet weiter von dem sportlichen Ereignis der Tertius-Regatta, die der Meldorfer und Büsumer Seglerverein gemeinsam veranstalteten. Bei recht günstigem Winde gingen fast 100 Segelboote an den Start. Schnell hatte sich das Feld weit auseinandergezogen. Bald konnte man vom Kommandoboot aus schon Einzelgänger, Favoriten beobachten. Diese Regatta sah unter ihren Gästen bekannte Segler aus den Städten und Orten der Nord- und Ostseeküste und der Bundesmarine. Gespannt verfolgt die Wettfahrtleitung den Verlauf des interessanten Rennens, aus dem sich die Roland von Bremen als Sieger herausschälte. Mit der Festmusik von Händel begann am 12. September der Festakt. Bürgervorsteher Kirschner begrüßte alle prominenten Gäste. Innenminister Dr. Schlegelberger überbrachte die Grüße der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Bremens Senatspräsident Dehnkamp entledigte sich seines Begrüßungsauftrages in humorvoller Form und erntete damit großen Beifall. Nachdem noch eine Reihe von prominenten Gästen ihre Grüße überbracht hatten, bat Bürgermeister Lange nunmehr um die Erneuerung des Vertrages mit Hamburg aus dem Jahre 1265. Es unterzeichneten Hamburgs Senator Schmiedemann, Bremens Senatspräsident Dehnkamp, Lübecks Senator Erstmann, seitens der Landesregierung Dr. Schlegelberger und Bürgermeister Lange für Meldorf. Die Festrede hielt Professor Dr. Kamphausen. Und jetzt schreibt er von dem Tag der vielen tausend Blumen. Unter den geschickten Händen der Gärtner entstanden bekannte Meldorfer Symbole. Aber das ist noch nicht alles. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist zweifellos der Festumzug. Tausende von Menschen sind nach Meldorf gekommen, um das seltene Schauspiel eines fast 2 Kilometer langen Umzuges zu bewundern. Zusammengestellt ist der Festzug unter dem Motto Meldorf, gestern und heute. Angefangen mit den Ordnungshütern von einst und jetzt, folgen nun Vereine aus Stadt und Land, Bürgerwehr und Bundesmarine des Patenschiffes Dithmarschen, Gilden und Handwerkerinnungen, Kaufleute und Schulen, Spiel- und historische Gruppen, bis hin zu den Wagen moderner Industrieunternehmen. Alles in allem eine farbenprächtige Revue, an der sich das Auge nicht satt sehen konnte. Ein Bild, wie es sich Meldorf noch nie geboten hat. Zum Abschluss wäre dann nur noch vom grandiosen Feuerwerk zu berichten. Es war in seiner Art einmalig. Auch hiermit hat der alte Hauptort Dithmarschens bewiesen, ein Jubiläumsjahr zu gestalten, das sich mit den Möglichkeiten einer großen Stadt durchaus messen kann. Ein Jahr der
Harmonie und voller Höhepunkte ist zu Ende. Es hat der alten Stadt alle Ehre gemacht.